Ja, moin, willkommen heute wieder zu einer weiteren Folge LS19 Nordfriesische Marsch. Ich fahre gerade den Kurs zur Molkerei ein, dass wir die Milch verkaufen können. Genau, dass die dann immer automatisch dahin fahren. Ich habe vorhin gesehen, das mit dem automatischen Verkauf, das funktioniert anscheinend nicht. Irgendwie so wie es soll. Setzen wir mal hier einen Haltepunkt. Verkaufen die Milch. Gießt sie auch raus. Aus wie Wasser, aber es soll angeblich Milch sein. Ah ja. Mal 10.000 oben drauf. Dann wollte ich die Düngerproduktion noch mal anschmeißen. Und zwar mit Dünger, den müssen wir uns noch kaufen. Ich habe immer noch das Problem mit der Gülle, dass ich die nicht rausgezogen kriege. Ich würde gerne mal ein anderes Fass ausprobieren. Weiß nicht, was das Problem daran ist, warum der das nicht rauszieht. Keine Ahnung, leider. Ich würde halt gerne die Mineraldüngerproduktion für mich anschmeißen, dass ich auch Dünger und so kaufen kann. Ja, schade eigentlich. Erstmal das Radio an. Vergessen. Ja, was steht noch so an? Weizen würde ich gerne verkaufen wollen. So, stopp. Milch, Verkauf. Speichern, das Gras dann auch in den Aufsträger rein. So. Ja, wenn ich irgendeinen Fehler mache beim Curseplay, könnt ihr mich gerne darauf hinweisen, warum der die Gülle halt nicht zieht. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Mach mir auch extra mal das Hut an. Quetschen wir mal hier durch. So. Deckung öffnen, habe ich ja gemacht. Will einfach Gülle nicht hier rausziehen. Keine Ahnung, warum nicht. Abfahren hier. Ich habe keine Ahnung. Hier noch irgendwas kurz zu. Ja, nix. Weit drücken, dass da irgendwie. Das ist. Ach so, das ist die Strahler. Das Tor zu sein, dass man hier Gülle ziehen kann. Geht auch. Ich würde mir gerne mal Fass, also das Standardfass. Würde ich mir nur mal mieten. Würde mir das dann hoch. Kann man eine Dolly finden? Man würde das gerne ausprobieren, dass das hier irgendeinen Fehler macht oder ob es an dem Trigger liegt. Kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Dann machen wir das Pass.
kurz noch darüber. Fahren wir mal zum Händler. So, der Waltra, der sät noch an auf Feld 1. So, ganz gut so. Dass das halt auch wieder läuft. Jetzt haben wir 118.000, dann müssen wir gleich mal gucken, ob wir irgendein Feld in unserer Preiskategorie finden. Ja, Aufträge würde ich halt gerne noch ein paar machen. Es darf halt nur nicht so ungescheit sein, ne? Da eine Mission ist drinnen mit dem Baumwolle, damit zwei Ernte zu fahren, das ist schon ja, extrem, aber es läuft aber nicht so mit dem Automatik, ne? Dass das im Verkauf und sowas, wenn das ja gehen würde, dann könnte man es ja einigermaßen machen, aber es funktioniert halt leider nicht. So. Pass aus. Ja, geil, wird's funktionieren. Gucken wir jetzt gleich. Schmeißt doch keine Errors irgendwie, dass man da irgendwie gucken könnte, ob es da dran vielleicht liegt. So, was ist ausgewählt? Hoppala. Das geht komischerweise. Okay. Naja. Gut. Gut, ziehen wir die Gülle raus, schmeißen die in die Produktion. Dann können wir da auch schon wenigstens Dünger herstellen. Das jetzt geht und das Kleine nicht versteht. Keine Ahnung. Rein, gucken wir, was wir noch brauchen. Gülle oder Gärreste und Mist wird zu Dünger. Zeit. 65 Liter Gülle sind ja noch drin. Und so dran, aber das kannst du mir eigentlich nicht vorstellen. Oder er hat durchdrehen. Bleiben wir gucken. Es geht einfach nicht. Einfach nicht. Ah, Sau. Da gucken wir mal gerade nach dem Waltra. Der macht weiter. Da ist auch der Dünger gleich leer. Da Dünger nach. So, dann habe ich gesagt, brauchen wir ein bisschen normalen Dünger. Das muss ein bisschen hoch. Stopp. Steuer. Ja, mal wirst du gefragt, was du laden willst, mal nicht, aber ist ja auch. Akzeptiert.
dass der sich schön rückwärts fahren lässt. Ah, ja, schon wieder Kalk. Ich will doch kein Kalk. Bist du doof? Jetzt macht das Saatgut, Herrgott nochmal. Ich will Fertilizer. Ganz normalen Scheißdünger. Kann ja nicht sein, ehrlich nicht. Aus. Ah, jetzt. Gut, laden wir mal hier so 10.000 Liter rein. Das eine Güllefass wieder zurückbringen, da was wir geliehen hatten. Und das so 10.000 Liter Dünger. Kalk darum fliegen. Ei, ei, ei. Reisen wir hier in die Produktion. So. Und wir wollen noch ein bisschen Weizen verkaufen. Hab ich vorhin gesehen. War der Preis eigentlich 779. Nein. Gut, fahren wir den Kurs auch noch ein. Wie also oft. Start. Was ist denn der? Alter. Beide Handel. Haben wir denn da? Kennt man denn so? Gut. Nächste Uhr. War nicht schön. Ja, Gerät muss aufgefüllt werden. Ich fahren wir hier rechts hoch. Ja. Morgen wird die Hof Bergmann released. Mal gucken, vielleicht mache ich auch noch ein Let's Play auf Hof Bergmann. Je nachdem. Unsere kleine Farm wird auf jeden Fall umziehen auf die Bergmann. Das haben wir schon gesagt. Weil auf der Schwarzing haben wir so ein paar Problemchen. Es verfolgt hat am Livestream, dass wir dann da halt nicht ja, mit den ganzen Höfen zurechtgekommen sind. Ja, war ärgerlich auf jeden Fall. Ja, hier hinten kommt rein.
kaufen. Jetzt Heimreise. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich das auch lieber offscreen machen soll, quasi die Kurse dann immer so einfahren oder so, damit ich das dann einfahre. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Dann krieg ich es dann hin. Ich dann, wenn ihr sagt, okay, nee, mach das lieber im Offscreen, dann würde ich das im Offscreen dann alleine machen. Das dann so machen, dass das dann alles geht. Oder halt, ihr sagt, okay, komm her. Wenn er geht, dann bleib halt und mach so wie gewohnt halt so weiter und lass es dann einfach so. Kann ich auch machen. Wie ihr das möchtet. Kiste jetzt gleich noch voll machen da. Hof. Stopp. Wie hieß das Ding? Getreidehand. Hof, beide Handel, Hof, Hof, beide Handel. Gut. Hätten aber tatsächlich wieder an. Dann würde ich jetzt mal den nehmen. Okay. Stellen. Gucken, wie er sich verhält. Ich denke mal, beladen muss ich selber. Hier. Ich habe hier nur noch das. Den Weizen da jetzt noch hin verkaufen. Da jetzt wieder volles. Da drin. Da die 7000 Liter lassen wir mal drin. Weiter. Schauen wir mal, ob der da so mit dem so gut, den ziehen wir kurz ab. Zum Befüllen. Muss man auch was sehen, ne? Saatgut würde ich sagen, nehmen wir dann direkt unser eigenes und Dünger auch zum Kauf. Da haben wir es schließlich. Johnny. Mensch, das ärgert mich mit der Gülle immer noch. Ne? Dann muss ich das teure fast verkaufen.
ab. Ach gut, gern laden. So. Gut. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und nicht vergessen, Glocke aktivieren. Wenn ihr weitere Videos oder eher gesagt Benachrichtigungen sehen wollt, aktiviert die Glocke und dann klappt das. In diesem Sinne, einen schönen Tag, habe ich schon mal gesagt. Manchmal wiederhole ich mich halt sehr oft. ja. Macht's gut, haut rein. Bis denn dann, euer Plecki. Ciao.